Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder GaryMeterTron mit einem neuen Video zu Herr der Ringe Online und ich bin hier in Felagoth in dem Gebiet vom Elbenkönig im Düsterwald und hier mache ich Kapitel 6.1. Ich soll nämlich Gandalf finden und mir das Ganze hier ein bisschen mal anschauen. Dadurch sehen wir jetzt halt ein bisschen die Hallen des Elbenkönigs, die verschiedenen Räume, die Elben, die hier sind. Und ja, es sind auch noch Spieler hier unterwegs, obwohl die meisten sind natürlich schon in Erebor oder in Seestadt oder Tal. Hier ist man am Anfang vom Update 22 und muss hier ein bisschen was erledigen. So, jetzt nehmen wir mal die Vase mit. Yay! Die sollen wir für einen Baden suchen. Was der mit der Vase macht, weiß ich auch noch nicht so ganz. Die Elben erzählen ein bisschen was. Wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr ja kurz auf Pause drücken, aber normalerweise kann man den einen Satz auch so im Vorbeireiten lesen. Sieht aber richtig schick hier aus, ne? Das Ganze ist ein bisschen aus Holz und Stein gemixt, würde ich sagen. Ja, ist irgendwie schon eine Höhle, aber doch ziemlich viel pflanzlich das Ganze hier. Und ja, auch verschiedene Gänge. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo wir überall hier was machen müssen, weil, tja, das erste Mal hier drin, man orientiert sich etwas und ganz viele unterschiedliche Gänge, Räume, Nischen. Sind die wichtig, sind die nicht wichtig? Ah, hier wird auf jeden Fall gedanced. Das Lustige ist, das ist immer noch die gleiche Musik wie in Bre, ne? Also irgendwie, ich hätte ja jetzt hier eigentlich ein Elbenlied vermutet. So, und jetzt haben wir auch noch irgendwie so eine Box gefunden. Auch für den Baden, soweit ich das weiß. Kapitel 6.1 geht noch nicht weiter, ihr seht es. Ich bin ganz im Westen, falls ihr gerade nicht gesehen habt, wo ich bin. Also der kleine rote Knopf ist ganz im Westen von der Map. Wir haben also noch ganz schön viel Bereich von diesem Städtchen hier vor uns, von diesen Hallen vor uns. Und hier können wir am Spiegelteich jetzt auch nochmal in diese Dol Guldur. Hinter diesem düsteren Raum kann sich alles Mögliche verbergen. Bleibt wachsam. Instanz herein. Da wollen wir jetzt natürlich nicht drin bleiben. Aber diese Instanz, die war halt mal ganz interessant. Als wir von Mordor nach dem Norddüsterwald gegangen sind, haben wir hier so ein bisschen die Vergangenheit von Sauron und Laleret gesehen. Die ist immer noch aktiv, ja, die ist noch nicht besiegt, kommt also noch etwas, kann ich euch nur sagen, guckt euch das vielleicht mal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich gehe jetzt ja erstmal wieder hier raus, aber in in Mordor wartet noch immer diese Seuchen Laleret, sie ist noch nicht besiegt, ich muss also noch gucken, was da passiert. Dies ist Thranduils Speisegemach, allerdings gibt es heute kein Festmahl. Aber die Harfe für den Baden, super, dann haben wir auch. Und mit ihm sollen wir auch sprechen. Ich habe auf der Dagorlad gekämpft, aber über die Hälfte der Waldelben ist nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. 6.1. Mit ihm sollen wir reden, im Speisegemach. Also haben wir jetzt ein bisschen mehr Info von den Waldelben. Von den noch Düsterwald-Waldelben. Und damit können wir eigentlich auch schon wieder zum nächsten Punkt. Wir haben auch natürlich Seiten, die wir wieder finden können im noch Düsterwald, vielleicht auch hier in der Stadt. Wir haben hier noch eine Quest über Spinnen. Es gibt eine relativ große Storyline, um Spinnen zu suchen im noch Düsterwald. Heratir lächelt und freut sich auf den Tag, an dem die Waldelben über den Irin Lasgalen herrschen werden, also über den Wald würde ich sagen. Und nun geht es etwas mehr in den Osten von Felagoth. Dort werden wir uns die Hallen auch mal genauer anschauen. Da scheint irgendwie auch ja das Verlies zu sein, der Knast. Mal gucken. Hier sind auf jeden Fall die Rufhändler und die Auftragstafel. Das ist der Bade. Zwischen den Bäumen scheint Licht hindurch. So, ich habe seine Sachen gefunden, genau, die Harfe und so weiter. Und jetzt möchte er auch noch Blumen. Wäre ja zu einfach gewesen. Also, hinter Thranduil, hinter dem Elbenkönig, ist doch ein Garten. Da holen wir also gleich die Blumen her. Ansonsten müssen wir auch noch nach Osten, also in den Norden und Osten müssen wir jetzt. So, was abgeben kann ich gerade nicht. Ja, wo gehen wir jetzt zuerst hin? Eine gute Frage.
so viele Möglichkeiten. Und ich habe jetzt einfach mal den Garten gewählt, ein bisschen was verkürzt. So, nehmen wir die noch mit. Und das waren auch schon 7 Blümchen. Das habe ich also so stark gekürzt, dass ihr gar nicht lange warten müsst. Und jetzt stellen wir die auch noch in die Vase, die wir für ihn gesammelt haben. Wie schön. Schattiger Zweig und sonnenbeschienenes Blatt. Jetzt ist er bereit für die Musik. Und es gibt eine Folgequest. Er musiziert. Ich höre nur nichts. Je stiller der Wald, desto lauter der Gast, pflegen wir zu sagen. Okay. Und jetzt Anzahl zerstörter Weinreben. Spürt ihr die Veränderung in der Luft? In der Stimmung in diesen Hallen? Ja klar, deine Musik ist so gut. Okay. Und damit haben... Ah, man hört doch so ein bisschen die Harfe. Ja, klappt doch. Okay, jetzt müssen wir wohl in den Keller hinein. Wir reiten einfach jetzt mal Richtung Osten. Da sind wir auch schon und diese Tropfsteinhöhle sieht doch richtig schön aus. Und hier ist auch schon mal wieder eine Seite. Es war eine Kette alter Machart, geschmiedet von den damaligen Zwergen. Das Gold glänzte und funkelte und in ihm ruhten 500 perfekte, glitzernde Smaragde. Vielleicht sogar noch mehr. Einfach perfekt, wundersam und strahlend. Diese Geschichte geht irgendwo um eine Kette mit ganz vielen Smaragden, aber genaues weiß ich auch noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen öfter zuhören. Und wo sind wir jetzt hier? Hier sind wir im nächsten Raum. Na, jetzt hänge ich fest. Na super. Mittendrin ein kleiner Teich, ein kleiner Pool. Nice. Dies ist das Studierzimmer, in dem Gelehrte über die Artefakte aus Dol Guldur nachsinnen. Unsere Gelehrten hoffen, den Artefakten aus Dol Guldur das Böse austreiben zu können. Das konnte man im letzten Let's Play von mir sehen. Da war ich in Dol Guldur und habe dort einiges, ja, gesehen und unternommen. Müsste einfach noch mal ein, zwei Let's Plays zurückschauen bei mir und dann seht ihr das auch, was in Dol Guldur passiert. Das wird komplett eingerissen, sogar von Galadriel. Das muss man mal gesehen haben. Und hier die kleine Story, was die gerade im Moment so studieren. Man soll gar nicht nach Gandalf, man soll zu Gandil. Gondil. Jetzt habe ich's. Oh Mann, habe ich mich wieder vertan. Da habe ich eben irgendwie erzählt, man müsste hier zu Gandalf. Okay, so kommt's manchmal, wenn man nicht richtig liest. Steht da einfach ein G und schon denkt man, ja, Gandalf, endlich wieder. Okay, und damit haben wir auch diesen Text hinter uns. Pause drücken, wie gesagt, wenn interessant. Und jetzt geht's noch zur Brücke über den Fluss. Gondil lächelt traurig, in Erinnerung an die Tage, ehe sie Caras Tilion verlassen hat. So, das ist Caras Tilion da unten. Da werden wir wohl auch noch irgendwann hingehen. Aber das dauert noch was. Dafür müssen wir noch ein paar Quests im Norddüsterwald machen, bevor wir die Aufgabe bekommen, da hochzulaufen. So, jetzt müssen wir mal hier gucken. Ihr werdet im Gefängnis bleiben, bis ihr zu Verstand gekommen seid und Manieren gelernt habt. Das ist die Errungenschaft für die Gemeinschaft aus dem Hobbit. Die waren ja hier in Gefangenschaft in diesem... in diesen Hallen und sind dann mit den Fässern hier drin abgehauen. Und für die Errungenschaft ist dieser blaue Text gewesen. Im Buch der Taten hat man dafür eine Errungenschaft drin. Okay. Und da haben wir auch nochmal eine kleine Geschichtsseite. Super. Geht das auch schon mal weiter? Die Smaragdkette war ein Geschenk, das in Zeiten des guten Willens freiwillig gemacht wurde. Doch Freundschaft ist zerbrechlicher als Metall oder Edelsteine. Und so hielt sie nicht. Die Kette ist kaputt gegangen. Wissen wir das auch schon mal. Und jetzt sollen wir irgendwo in den Norden, würde ich sagen. Ja, hier ist die Brücke. Die Luft in diesem Kanal ist kühl und Nebel feucht. Diese Höhlen wurden über Jahrhunderte hinweg in den Fels gehauen. Das glaube ich. Das sieht auch hier sehr beeindruckend aus. Und er ist auf jeden Fall auch wieder einer, der viel zu erzählen hat. Finde ich mal wieder interessant. Im Erebor, dem einsamen Berg der Zwerge, haben die Bergleute ein leuchtendes Juwel von unübertroffener Pracht ausgegraben. Aha, also Erebor wird auf jeden Fall auch noch wichtig werden.
Und nun sprecht mit Legolas im Thronsaal von Felegott. Also, das haben wir jetzt erstmal durch. Wir haben uns ein bisschen die Stadt angeguckt, diese Hallen angeguckt, aber müssen auch noch für den Baden wohl in die Kneipe, in die Keller steht da ja auf der Map. Dann wollen wir doch mal los. Auf in die Keller und auf zu Legolas. Iteron entschuldigt sich für seine plötzliche Schweigsamkeit, aber er will nichts weiter sagen. Okay. Jo, das hier ist auch eine Sackgasse. Geht's auch nicht weiter da oben? Ich habe auch bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, hier irgendwas zu tun. Ja, es gibt also bis Level 118, was ich mittlerweile bin, noch keine Quest, die mich da hochführt. Aber hier ist auch wieder ein Papier zu finden. An diese ersten Jahre sind nur noch fragmentarische Erinnerungen vorhanden. Die Smaragdkette ging im Krieg verloren, wurde als Mitgift weitergegeben, von Verrat befleckt und in Trauer fortgeworfen. Uns fehlen noch so viele Seiten. Ich glaube nicht, dass wir die ganze Geschichte von der Kette heute mitbekommen. Aber hier haben wir wenigstens die Fässer voller Wein und da wird sich doch der Bade sicherlich freuen. Ja, hier sind einige Fässer, müssen wir ein bisschen rumreiten, kürze ich auch wieder ab, weil das ist jetzt so das letzte Gebiet, was wir noch nicht gesehen haben. Und da haben wir noch eine Seite. Gveriamir benannten wir die Kette deshalb, Juwel des Verrats. Und unzählige Jahre lang war sie spurlos verschwunden. Die Kette scheint auf jeden Fall wichtig gewesen zu sein. Und schnell zu Legolas, jetzt sind wir wieder in der Mitte. Wie hat euch die Erkundung der Hallen meines Vaters gefallen? Das war super. Und damit sind wir am Ende von Kapitel 6.1 angekommen. Jo, jetzt geht die Geschichte doch richtig los. 6.2 wartet auf uns. Boah, wie cool. Also, Update 22 ist jetzt richtig in der Mache. Mordor brauchen wir erstmal nicht mehr zu gucken. Jetzt können wir uns wirklich nur noch mit dem Nordüsterwald, mit Legolas, mit diesen Hallen hier beschäftigen. Und wir kriegen diese neuen Münzen, Seen und Flüsse. Die Problematik ist, ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, was ich unbedingt brauche. Mal gucken, ob ich euch irgendwann mal zeigen kann, was ich denn damit eintausche. Die Items sind 340, die man dafür bekommt. Die sind zwar etwas besser als meine Items, aber man muss wirklich genau hinschauen, wie viel Ruf man braucht, wo man den Ruf macht, ob bei den Menschen, Zwergen oder Elben, weil die haben andere Ruf-Items zum Tausch. Und das ist ein bisschen nervig, weil... Wenden wir uns stattdessen den Gefahren zu, die meinem Volk heute in ihren Nazgûl bringen. Weil die jeweiligen Rassen die jeweiligen Stats drauf haben. Also Elben sind für Wille und die anderen sind zum Beispiel für Macht oder so. Oder ja, für Beweglichkeit. Ne, die Elben sind für Beweglichkeit und die anderen sind für Wille. Naja, das muss man halt mal schauen und das ist halt ein bisschen schade. So, Kapitel 6.2. Ihr habt's gesehen. Weiter geht's. Spione im Wald. Angeblich soll sich im Wald ein Orkspion herumtreiben. Dann müssen wir wohl doch mal einen Orkspion finden. Da geht's also auch schon wieder zur Sache. Hier haben wir noch eine Quest. Elbenwein gegeben. Die machen jetzt hier Party mit dem Wein, den ich gerade eben geholt habe. So, und der Bade freut sich. Alles ist durch. Zwischen den Bäumen scheint Licht hindurch. Und da gibt's dann natürlich Ruf und wieder Münzen. Mal gucken, ob er noch eine Folge hat. Willkommen. Ja, er hat noch eine Folgequest. Eine ziemlich nervige Folgequest. Ich soll jetzt einfach einen Mob holen. Und nicht, dass ich auch noch waschen muss. Das Abwaschen, das gibt's ja wohl nicht hier. Putzen und sowas. Na, dann wollen wir mal los. Da ist der Mob. Ein Glück nicht zu weit weg. Und was passiert jetzt? Jetzt ist er eingeschlafen. Er kann nicht mehr weiterarbeiten. Und den Mob sollen wir jetzt irgendwo da hinten hinbringen. Mann, Mann, Mann. Das lassen wir jetzt mal. Ist nicht ganz so wichtig. Wir gehen wieder raus und guck mal hier. Ist Radagast. Das ist doch mal nice. Die Säuberung des Düsterwalds. Täuschen mich meine Augen? Täuschen mich meine Augen? Oder ist das Garion? Untersucht Pflanzen nahe des Rachalor.
oder wie der Fluss auch immer heißt. Ich find's voll schön, dass Radagast mal wieder dabei ist, weil den haben wir ja das letzte Mal in den einsamen Landen oder so gesehen, ganz am Anfang vom Spiel, so auf Level 20 so rum. Aber jetzt ist er wieder ganz aktuell dabei und hat sogar Quest für uns. Wie nice. Und da liegt auch nochmal eine Seite. Wieder vergingen die Jahre und wir kümmerten uns um unser Waldreich und vergaßen vorerst die Freundschaft, die Smaragde und den Unmut. Bis sich dann eines Tages alles änderte. Was für eine spannende Kettenstory. Was änderte sich? Was ist passiert? Wo ist denn diese Kette? Und man weiß gar nichts. Okay, Lasgalen Zweige kann ich immer gebrauchen. Irgendwann muss ich immer wieder craften. Und jetzt müssen wir natürlich auch einige Kleinigkeiten erledigen. Hier im Wald ist nicht immer alles so wichtig, aber es ist halt immer viel Gesammle. Also Holzgesammle, Mobgekille, Wurzelgesammle und so weiter und so fort. Die wichtigsten Stellen zeige ich euch natürlich. Ich werde jetzt hier nicht komplett durch diesen nördlichen Düsterwald mit euch reiten, weil der ist echt düster. Hier ist es manchmal so dunkel, man sieht gar nichts. Aber dann gucken wir mal hier. Der tote Baum ist wichtig. Die Wurzeln des Baumes ragen in Richtung des Flusses. Der Fluss ist nämlich verseucht. Auch das ist ein Problem. Aber ob ich viel dagegen tun kann, wage ich zu bezweifeln. So, jetzt kämpfen wir auch mal. Gucken nicht nur blöd. Ein Düsterwald-Keiler. Die sind auf jeden Fall schon stärker, muss man sagen. Die sind vom Level her gleich, aber die teilen gut was aus. Aber stecken nichts ein. Also gekillt kriegt man die gut. Nur wenn sie einen treffen, dann hat man ein bisschen Probleme. So, müssen wir das nochmal machen oder? Nö. Aber vielleicht hier. Tote Blumen sind hier auch, genau, wegen dem Fluss. Ja, sie sind verwelkt. Gar kein guter Fluss. Und das müssen wir jetzt noch ein paar Mal hier. Also wir müssen noch einiges kontrollieren. Ich weiß auch gar nicht, warum das immer weiter blinkt. Normalerweise verschwindet das ja, wenn man es analysiert hat. So, hier sind noch mehr von den toten Blumen. Völlig vertrocknet. Da stand jetzt gerade nichts dran, aber geht auch. Ihr seht, sehr unresponsiv. Man weiß nicht so wirklich, habe ich das jetzt geklickt. Was auch immer diese Blumen hat krank werden lassen, es ist vor kurzem passiert. So, habe ich es geklickt, habe ich es nicht geklickt? Das habe ich jetzt geklickt. Die Erde um den Baum herum scheint trocken zu sein. Dieser Baum ist tot. Also alles, was an dem Fluss ist, ist irgendwie gestorben, hat irgendwie keine Chance. Und der Fluss ist halt wirklich verseucht, verflucht, was auch immer. Da oben steht auch noch jemand. Gehen wir doch mal ganz schnell hin. Das ist eine Sie. Und damit haben wir wieder dann was. Lasst uns miteinander reden. Die Säuberung des Düsterwaldes. Okay, wunderbar. Jetzt sollen wir schon wieder ein bisschen was untersuchen. Müssen also wieder etwas durch den Wald durch. Wir kriegen das schon alles raus, was hier los ist. Und wir schaffen es schon, den Düsterwald zu befreien. Wir wollen ja, dass man hier nachher vernünftig wohnen kann. So, hier haben wir verderbte Beeren. Also auch nichts Gesundes. Diese Beeren scheinen von irgendetwas verderbt zu sein. Da ist ein verderbter Busch. Ja, war klar. Beeren am Busch. Dieser Busch ist tot, aber an einem abgebrochenen Ast hängen noch ein paar Blätter und Beeren. So, und der hat das dann gegessen. Der Elb ist in einen tiefen Schlaf verfallen. Gefallen. Gut, dass ihr hier seid. Das finde ich aber auch. Also, Busch kaputt, Bären nicht gut, Elb kaputt. Alles nicht gut, alles gefährlich, der Fluss ist wirklich giftig. Dann lasst uns miteinander reden. Oh, und es geht weiter. Boah, was für viele Aufgaben wieder. Entlang des Rachlo, des Flusses, muss ich jetzt also ganz viel erledigen. Bären erledigen, Soldaten erledigen, Eber. Düsterwasser erledigen und dann auch noch alles untersuchen, das wird richtig viel zu tun. Und das meine ich mit, der Wald ist einiges an Stress. Und jetzt sind wir auch mal noch tiefer in den Wald hinein und hier haben wir mal so eine riesig fette, eklige Spinne. Die brauchen wir für die Quest mit den Spinnen, da gibt es auch eine Folgestory.
Wir wollen nämlich rausfinden, warum sind denn jetzt eigentlich keine Spinnen mehr hier im Wald? Aber es sind ja noch ein paar da. Also ist irgendwie schon verwirrend. Also es gibt nicht mehr so viele, aber ein paar gibt's noch. Die Spinnennetze entferne ich schon mal. Der Elbenkönig will halt wissen, was ist mit diesen ganzen Spinnen passiert. Im Film hat man ja sogar gesehen, wie die den Terror verbreiten, was die da im Wald alles abhalten, die Spinnen. Aber jetzt sind sie halt wirklich weg. So, und hier haben wir das nächste Gespräch. Ah, da seid ihr ja. Können wir beginnen? Ja, klar, das hört sich doch mal interessant an. Keine Angst, ich werde euch in die Tiefen des Waldes begleiten. Jo, jetzt geht's also mit ihm so als Fremdenführer in den Wald hinein. Die Verlorenen verfolgen. Tja, wo müssen wir mit ihm hin? Dies ist der Ausgangspunkt der verschwundenen Trupps. Dann wollen wir doch mal gucken, wo der Rest der Trupps ist. Und durch ihn werden wir jetzt im Wald auch noch Questpunkte finden, also so kleine Questorte, wo es dann weitergeht, wo dann wieder NPCs stehen, die wir so gar nicht finden würden. Also von daher, jetzt geht es noch tiefer in den Wald hinein und es ist noch richtig hell, auch wenn es düster aussieht. Da, Spuren, Stiefel. Aha, jetzt sind wir ja in einer richtig dunklen Gegend hier. So richtig traue ich mich jetzt hier nicht lang. Aber gehen wir einfach mal weiter rein, oder? Ha, wir werden schon überleben. Spannend, spannend. Ha, die Bären kennen wir schon. Ha, wir haben auf jeden Fall einiges zu erkunden mit ihm. Er zählt auch kräftig, ne? Also noch mehr Spuren. Wir nähern uns ihnen langsam. Wo ist der Trupp? Wir suchen den Trupp noch immer. Bin mal gespannt, ob wir ihn finden. Aber wir haben auch Gegner. Eber, Bären und so weiter. Heißt, ein bisschen durchkämpfen müssen wir uns. Ha, und dafür kriegen wir auch wieder einen Questfortschritt. Das ist doch schon mal super. Was haben wir da? Nichts Wichtiges. Und wir müssen hier weiter in diese Richtung. Es ist alles so unübersichtlich durch die ganzen Bäume, die im Weg stehen. Man hat ja überhaupt gar keine Sicht, wo man mal verstehen kann oder sehen kann, ob dahinter irgendwas ist, ob da ein paar NPCs stehen, ob ein Mob da steht, ob ein Questteil da ist. Da war nämlich gerade ein Questteil, habt ihr gesehen? So, und da ist einer von diesen. Ich glaube, die brauchen wir auch. Ich mache das jetzt einfach mal testhalber. Die sehen auf jeden Fall cool aus. Die Tower Grimm. Aber wenn wir sie nicht brauchen, haben wir wenigstens mal einen erledigt. Gibt bestimmt auch wieder einen Erfolg für das Buch der Taten. Von daher einfach mal draufhauen. Viel falsch machen kann man da nicht. Der ist hässlich. Wir brauchen Feuerholz. Können wir aus dem verarbeiten. Doch, müssen wir 10 Stück von dem erledigen. Mann, Mann, Mann. So viel zu tun. Und da haben wir einen Bärenabdruck. Sie haben den Weg verlassen. Und das in Eile. Jetzt müssen wir dann auch noch tiefer in diesen Wald hinein. Wir sehen schon auf dem Hauptweg nichts. Und jetzt müssen wir auch noch da rein. Ich traue mich nicht. Hoffentlich gibt es ja keine böse Hexe. Da haben wir die Bärenabdrücke. Und die führen uns weiter. 2 von 6. Ja, was war das jetzt? Ach, ein anderer Spieler. Da braucht man nicht alles selber zu machen. Das ist schon mal super. Kommen wir auch ein bisschen zügiger voran hier. Jetzt müssen wir jeden einzelnen Abdruck antatschen. Das ist ja auch wieder crazy, oder? Oh, und aus der Ecke kommt ein Bär angeschossen. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Heftig. Wahnsinniger, düster Bär. So düster ist der gar nicht. Der ist eher so hellgrau oder so. Aber wir kriegen den schon platt. Also kein Thema. Ist der jetzt wegen der Quest gekommen oder war der wirklich da? Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Ne, schien nicht so wirklich wichtig zu sein. Ihr könnt hier Anzeichen für einen Kampf erkennen. Okay. Bleibt wachsam, Garion.
Was haben wir hier? Vergiftete Wurzeln, Blut. Hier liegt ein elbischer Bogen auf dem Boden. Mitten im Wald. Den hätten wir nie gefunden. Auf dem Boden liegt eine Wurzel, von der Spitze ein unbekanntes Gift tropft. Okay, und Blut. Wessen Blut ist das? Eine gute Frage. Vielleicht weiß er hier mehr. Wenn ich ihn anklicken könnte. Wie ich vermutet habe, hier draußen ist etwas Gefährliches. Ja, das habe ich mir fast gedacht, hier mitten im Wald. Okay. Super, die Quest ist abgegeben und jetzt haben wir hier richtig einen NPC im Wald stehen. Anschein nach befinden sich die Beorninger in schrecklicher Gefahr. Die Beorninger, jawohl. Da haben wir eine richtige Quest dafür. Die wollen wohl hier irgendwie Handel treiben, reisen durch den Wald. Reisender. Und die haben ein Problem. Und denen versuchen wir zu helfen. Das ist doch mal nice. Das Land der Beorninger ist ja auch im Westen vom Nordüsterwald. Sieht man ja auf der Map auch. Da unten sehen wir das. So, und was mit den Beorningern ist und was so passiert, das sehen wir im nächsten Let's Play. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Macht's gut. Bye, bye.